Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine große Schande für dieses Land, dass wir zu einem der größten Rüstungsexporteure geworden sind. Die Bundesregierung hat sich zum Handlungsgehilfen der Rüstungsindustrie machen lassen und tritt die Werte unserer Außenpolitik mit Füßen. Unter Angela Merkel sind wir nun zum Helfershelfer für die Ausrüstung von Diktatoren geworden. Zitat Ende. Das ist kein Zitat von mir oder von Pax Christi oder der Aktion Aufschrei in der Friedensbewegung. Nein, meine Kolleginnen und Kollegen der SPD, es ist Ihr Außenminister Gabriel, von dem dieses Zitat stammt, aus dem Jahr 2013. Und treffender als der scheidende Außenminister kann man es doch auch für die heutige Situation kaum formulieren. Allein die Rüstungsexporte sind aber seit seinem Ministeramt im Wirtschaftsministerium weiter gestiegen. Kamen die Waffenexporte unter Schwarz-Gelb noch auf 21 Milliarden Euro, sind sie in den letzten 4 Jahren unter Schwarz-Rot auf mehr als 25 Milliarden Euro angestiegen. 21% mehr. Und die Exporte in die Drittstaaten außerhalb der EU und der NATO sind sogar um 47% angestiegen auf fast 15 Milliarden. Für diese Rekordzahlen bei Rüstungsexporten sollten Sie sich lieber schämen, als über das Zitat von Herrn Gabriel sich aufzuregen. Zu den Drittstaaten, an die Sie allein letztes Jahr Waffen und Rüstungsgüter im Wert von 3,7 Milliarden Euro exportierten, gehören auch die Fürsten der Finsternis aus Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate und Ägypten, die den Jemen in die Steinzeit bombardieren. Jenseits von Recht und Gesetz liefert die Bundesregierung Waffen in alle Welt, in Krisengebiete, in Spannungsgebiete, an kriegführende Staaten. Ich finde, das ist der helle Wahnsinn, der endlich gestoppt werden muss in diesem Land. Und um der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen, verweisen Sie immer wieder auf Kontrollen über den Endverbleib der Rüstungsexporte. Und das ist aber eine Legende, dass deutsche Rüstungsexporte besser kontrolliert werden würden als anderswo auf dieser Welt. Seit der Verabschiedung der Post-Shipment-Kontrollen im März 2016 gab es genau 2 Endverbleibskontrollen. Jede Würstchenbude wird in Deutschland besser kontrolliert und schärfer kontrolliert als die deutschen Rüstungsschmieden. Und damit muss endlich Stopp gemacht werden. Nein. Und ich finde, die beste Kontrolle von Waffenexporten ist ein Verbot von Waffenexporten, so wie die Linke das auch fordert. Und ich finde, Sigmar Gabriel hat in Bezug auf Angela Merkel recht. Aber er steht ihr in nichts nach mit seiner Bilanz. Und zur SPD sei noch angemerkt, dass ich auch wirklich nicht verstehe, wie Sie morgens noch in den Spiegel schauen können und den Leuten zugleich ihr Märchen immer wieder auftischen, Sie wollen die Rüstungsexporte restriktiver gestalten oder gar reduzieren. Hören wir mal, was das Vorstandsmitglied des Kinderhilfswerks von Terre des Hommes, Albert Recknagel, dazu sagt. Zitat: Der Rüstungsexportrekord der letzten Bundesregierung hat dazu geführt, dass mit deutschen Waffen in zahlreichen Kriegen gekämpft und alle 14 Minuten irgendwo auf der Welt ein Mensch mit einer deutschen Waffe getötet wird. Das heißt, während unserer 60-Minuten-Debatte jetzt werden weltweit 4 Menschen durch deutsche Waffen getötet. Ich finde, dies ist in einem ungeheuerlichen Maße unerträglich, und ich frage mich, warum Sie dieses Morden nicht beenden wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und angesichts des Geredes der Bundesregierung, man möchte die Fluchtursachen bekämpfen, ist es doch wirklich ein Offenbarungseid, wenn die Waffenexporte in Entwicklungsländer sich jetzt verdoppelt haben auf über 1 Milliarde Euro. Länder, die nach ihrer Definition Staaten sind, die von Unterernährung, Armut, Hunger, Arbeitslosigkeit, Mangel der Gesundheitsversorgung geprägt sind. Ich finde, das allerletzte, was diese Länder brauchen, sind deutsche Waffen aus deutschen Rüstungsschmieden. Beenden Sie einfach die Fluchtursachen, die Sie mit Ihren Waffenexporten schaffen. Da wären wir einen Schritt weiter. Und schlimm ist auch, dass selbst die größten Menschenrechtsverletzer, wie der türkische Präsident Erdogan, jetzt auch noch Waffen frei Haus bekommen und sogar eine ganze Panzerfabrik sehr vermutlich. Und das
Und das in der kurzen Zeit von 18. Dezember bis 24. Januar kam diese Bundesregierung mit ihren Genehmigungen für die Rüstungsexportanträge für die Türkei nicht mehr nach. 31 Genehmigungen in kürzerer Zeit als einem Monat. Mehr als täglich eine Genehmigung für die Rüstungsexportanträge, während die Türkei ihren völkerrechtswidrigen Einmarsch in Syrien vorbereitet hat. Ist das Ihre restriktive Rüstungsexportpolitik? Ich finde, damit muss Schluss sein. Wir brauchen ein Rüstungsexportverbot. Es darf weder geliefert noch genehmigt werden. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Joachim Pfeiffer für die CDU-CSU-Fraktion.